uns immer dabei. Das ist unser Sach. Feiern in Eberbach. Wir lieben das Leben und Bier und Wein und Most. Wir lassen hier Feier aus und haben immer das. Herzlich willkommen bei Punkt TV. An Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Eine Sache haben wir allerdings noch. Die traditionelle Geldbeutelwäsche von unserem Bürger- und Heimatverein. Wie blöd, ich kann's nicht fassen. Jetzt stehe ich wie ein Dackel da. Ein Haufen Geld ist noch im Beutel. Konnt's nicht versaufen, nirgendwo. Hab nimmer dran gedenkt, ich Vogel, dass keine Veranstaltungen waren. Bin ganz umsonst mit meinem Karre da nun an den Neckar gefahren. Normalerweise an diesem Tage stehen da Narren ganz in Schwarz. Du nach Fastnacht Trauer trage und jammern wie ein Nassikatz. Du ihr Geldbeutel auswäsche, die nach Fastnacht sind ganz leer. Das Geld spült nein, und zwar ganz frisches. Die Neckerbri, wie schön das wär. Doch jetzt steht do alle ich Dussel. Heut kommt jo keiner, ist doch klar. Die haben all noch Geld im Beutel, weil dies ja gar keine Fastnacht war. Trotzdem muss ich mal was sagen und es liegt mir auf dem Herz. Die Zeit, die alle gerade durchleben, fühlt sich wie ein schlechter Scherz. Aschermittwoch ist ein Dreckstag, doch dieses Jahr ist das egal. Denn diese Fastnacht war für alle, die gern feiern, eine Qual. Ein Virus ist zu uns hergekommen, den ja wirklich keiner braucht. Hat uns vieles weggenommen, unser Fastnacht nahm er auch. Leere Seele, dunkle Halle, tun jedem nah im Herzen weh. Ah, die Umzüge, ausgefallen, die Zeit, sie ist so richtig zäh. Tänzerinnen, die nicht tanzen, und ein Büttel, der nicht schellt. Büttelredner, die nicht retten, braucht kein Mensch auf der Welt. Sänger, die nicht singen dürfen, Elferrede ohne Kap.
kein Publikum, das mit uns feiert. Nur das scheiß Virus lacht sich schlapp. Doch ich muss die Narre loben, habe das Beste draus gemacht. Nicht versteckelt, nicht versauert, habe sich was ausgedacht. Sind ins Internet gegangen, auf YouTube, Facebook, Instagram. Konnten am Smartphone sie bestaunen oder am PC daheim. Prunk TV, so hieß der Channel, das habt super ihr gemacht. Dank eurem Einsatz vor der Webcam war doch ein bisschen Fasenacht. Dafür will ich mich bedanken, mit der Hoffnung ganz gewiss, dass nächstes Jahr wieder richtig Fasnacht ohne das scheiß Virus ist. Ein kleiner Vorschlag hätte ich auch noch. Und der ist wirklich ernst gemeint. Wenn's geht, dann tut euch da dran halten. Ich mein's bestimmt nicht unverschämt. Denn ihr wisst, dass nicht nur Narren haben heutzutage es schwer. Zum Beispiel Wirtsleute, viele Geschäfte leiden und am Virus sehr. Drum nehmt ein bisschen von der Kohle, die an Fasnacht ihr gespart, und gebt sie hier aus, in dem Städtel, denn manchen trifft sie ganz schön hart. Kauft hier ein, lasst euch hier beliefern, tut's vorbestelle, dass ihr es kriegt, sei's was zu essen, Bücher, Kleidung, egal, was es halt hier so gibt. Damit helft ihr nicht nur denen, die es hier schwer getroffen hat. Ganz Eberbach kann profitieren, wenn das Geld bleibt in der Stadt. Es ist nur ein Vorschlag, nicht gleich maule. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Doch wenn jetzt alle zusammenhalten, die Pandemie geht besser rum. Ich hör auf jetzt, hab keine Zeit mehr. Denn wie könnt's auch anders sein, gibt's auch dies Jahr was zu feiern. 150 Jahre Bürger- und Heimatverein. Wie es feiern aussieht, kann's nicht sagen. Ein Virus stört halt überall. Wir machen, was wir machen können. Ein bisschen was auf jeden Fall. Genug gebabbelt, ich verschwinde jetzt. Geh heim und trinke Gläsel Wein. Vielleicht ein Most a. Ist ja Schnuppe. Es grüßt euch der Bürger- und Heimatverein. Was willst du? Ein Most schon trinken? Ich glaub, du bist nicht ganz normal. Um die Uhrzeit wird nicht gesoffen. Da wird was geschafft, du Buggelwal. Wenn du schon da bist mit dem Waschbrett, machst du die Wäsche. Und zwar zack, zack. Komm bloß nicht vorher heim, du Simpel. Sonst gibt's eine Ohrfeier auf den Back. Tja, ihr Leute, was soll ich machen? Meine Frau hat gesprochen mit ihrem Mund. Ich wäsche jetzt. Ihr könnt auch was schaffen. Doch vor allem bleibt mal gesund. Sind wir dabei, das ist unser Sach. Feiern in Eberbach, wir Liebe, das Leben und Bier und Wein und Most. Wir lassen hier Feier aus und haben immer das. Da sind wir dabei, das ist unser Sach. Feiern in Eberbach, wir Liebe, das Leben und Bier und Wein und Most. Wir lassen hier Feier aus und haben immer das.